bin Professor an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und leite hier das Institut für Wissenschaftsdialog. Ich setze mich mit den Themenfeldern der Industrie 4.0 und der digitalen Revolution insbesondere im Rahmen eines Masterstudiengangs auseinander, der Applied Entrepreneurship heißt. Und dieser Studiengang ermöglicht das Studium am eigenen Gründungs- und Innovationsprojekt. Im Rahmen dieses Studiengangs geht es vor allem auch um Denkweisen der digitalen Revolution. Und da gibt es ein Themenfeld, das meines Erachtens wegweisend ist für die Frage, welche Kompetenzen brauchen Menschen im 21. Jahrhundert, um unter den Rahmenbedingungen einer sich revolutionär verändernden Systemarchitektur ein erfolgreiches und glückliches Leben führen zu können. Diese neue Welt beschreiben wir am besten mit einem Akronym namens VUCA. VUCA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Man kann natürlich sagen, die Welt war schon immer irgendwie VUCA, aber die Dynamik hinter der Entwicklung, die wir gerade erleben, hat in der Geschichte kein Beispiel. Innovationszyklen werden immer kürzer, Produktlebenszyklen werden immer kürzer und das verändert natürlich auch die Frage, was müssen wir eigentlich zukünftig können, um in einer Welt, die sich so verändert wie in den, wahrscheinlich wie in den letzten 12.000 Jahren nicht, wie wir in dieser Welt erfolgreich bestehen können. Man kann letztendlich die Entwicklung der Systemarchitektur der Welt einteilen in drei Ebenen. Irgendwann vor 1,4 Millionen Jahren hat der Mensch angefangen, das Feuer zu nutzen. Dann war klar, der Homo sapiens ist die dominierende Spezies auf diesem Planeten. Vor 12.000 Jahren hat der Mensch, nachdem er sehr dynamisch, sehr agil gelebt hat, also lauter Dinge, die wir heute wieder einfordern, hat er angefangen, sesshaft zu werden. Wir wissen nicht, warum. Und in diesem Rahmen sind dann all die Denkweisen entstanden, die uns heute prägen. Politik, Religion, Militär, Wirtschaft, auch das Denken in Systemen wie einem Staat. Und die letzten 12.000 Jahre haben sich diese Systeme evolutionär weiterentwickelt. Und nun sind wir in eine Stufe eingetreten, in der jeder mit jedem, alles mit allem und jeder mit allem vernetzt ist. Und dafür gibt es keinen Erfahrungswert in der Vergangenheit. Für uns Menschen ist das eine sehr große Herausforderung, denn vieles von dem, was wir tun, basiert auf erfahrungsbasiertem Wissen. Und wenn nun der Erfahrungswert von gestern für das Morgen eine relativ geringe Bedeutung besitzt, dann wirft es Fragen auf. Und eine dieser Schlüsselfragen, die damit verbunden ist, ist die Frage, was muss ich denn heute lernen oder was kann ich denn eigentlich lernen, damit ich in den nächsten 20 oder 30 Jahren wirklich ein erfolgreiches Berufsleben absolvieren kann. Früher gab es ja so Begriffe wie, jemand hat ausgelernt. Ja, dieser Begriff, der steht natürlich in klarem Widerspruch zu dem, was heute so als Bedarfskette letztendlich da ist. Ein entscheidendes Attribut, das man an die Kompetenzen der Zukunft legen kann und legen muss, ist dieses Attribut der Dynamikrobustheit. Es ist relativ schwierig vorherzusagen, was denn auf uns zukommt. Es hat sehr viel mit dem Themenfeld der Digitalisierung zu tun. Wir denken alle, dass Technologien wie KI und Big Data, dass die uns helfen, aus dem Bestehenden heraus zahlenbasiert die Zukunft abzuleiten. Was wir dabei vergessen ist, dass die Digitalisierung an sich die Architektur der Gesellschaft, in der wir leben, massiv verändert. Und damit auch die Zukunftsvorhersage, alles das, was kommen wird, eigentlich ad absurdum führt. Also wir leben in einer sehr trügerischen Sicherheit. Und das Entscheidende ist, was wir lernen müssen, ist, relativ agil und dynamikrobust auf Dinge, die aus dem Nichts heraus entstehen können, auf die reagieren zu können. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man denn lernen, spontan auf Dinge zu reagieren, die unvorhersehbar sind? Das Wichtigste dabei ist, dass man sehr stark an den praktischen Problemen in Organisationen, Unternehmen dran ist. Dass also akademisches Studium und berufliche Erfahrung zu einer Einheit verschmilzt, in der Themenfelder, aktuelle Themenfelder aus dem Beruf oder aus Unternehmen, aus Institutionen als Vehikel genutzt werden für die Vermittlung von akademischen Inhalten. Also nicht mehr in dieser linearen Ebene, dass man davon ausgeht, man macht eine Berufsausbildung,
dann kommt das Studium, in dem Studium werden bestimmte Kompetenzen vermittelt und diese Kompetenzen wendet man dann im Anschluss im Beruf an. Sondern es wird vermengt in einen dynamischen Prozess, in dem man sagt, tatsächliche Unternehmensprojekte und Projekte aus Institutionen bilden das Vehikel für die Vermittlung von akademischen Inhalten. Das ist etwas, was uns erlaubt, dann auch schnell als junge Menschen einen Erfahrungsschatz sich anzueignen, wie treffe ich richtige Entscheidungen und wie schauen auch transparente Entscheidungsprozesse aus. Das ist meines Erachtens die Schlüsselkompetenz, auf die es zukünftig ankommt. Wie kann ich in einer Welt, die immer unvorhersehbarer wird, aufgrund des fehlenden Erfahrungsschatzes, wie kann ich in so einer Welt, etwa in einem Unternehmen, im Bereich des mittleren Managements, wie kann ich da Entscheidungen treffen? Viele Studierende reagieren dann immer verblüfft auf diese Einschätzung, warum das Treffen von Entscheidungen so wichtig ist für die VUCA-Welt. Sie sind dann alle geblendet von so Aussagen aus Unternehmensanzeigen, wenn dann steht, unser Unternehmen ist geprägt von flachen Hierarchien, unser Unternehmen ist auch geprägt von einer Augenhöhe mit den Chefs. Und dann denkt man natürlich, naja, super, in dem Unternehmen kann ich von Anfang quasi tun und lassen, was ich will. Was man dabei vergisst ist, dass diese Aussage letztendlich einfordert, dass jeder von Anfang an Verantwortung übernehmen muss. So, das Übernehmen von Verantwortung kann man nicht durch PowerPoint-Folien lernen. Das ist ganz klar erfahrungsbasiertes Wissen. Diese Erfahrung kann man vielleicht sogar besser in einem Sportverein sammeln oder bei einem Abenteuerurlaub und dergleichen als in einem klassischen Studium. Und auf diese Kompetenz müssen wir uns klar ausrichten. Also auf dieses Übernehmen von Verantwortung, das Aufstellen von Entscheidungsprozessen, die nachvollziehbar sind, um Menschen in ungeplanten Situationen oder unplanbaren Situationen tatsächlich mitnehmen zu können und Entscheidungen zu treffen, die für ein stark heterogen, sehr stark diversitäres Publikum nachvollziehbar sind. Man erwartet nicht, dass diese Entscheidungen letztendlich, dass die richtig sind, dass es gute Entscheidungen sind. Aber was man erwartet von jemandem ist, dass man Entscheidungen trifft und nicht rumlaviert und versucht, sich der Verantwortung zu entziehen. Wir kommen ja aus einer Welt, die stark geprägt ist von so einem hierarchischen Denken, einer Welt der Organigramme, ja, wo ich Verantwortung nach oben delegiere und Entscheidungen nach unten delegieren kann oder die Folge von Entscheidungen nach unten delegieren kann. Und diese klaren hierarchischen Strukturen, die lösen sich eben auf. Das hat sehr viel mit den Zielsetzungen, mit den individuellen Wünschen von Menschen zu tun. Dafür gibt es Schlagwörter wie Generation Z oder Generation Y. Letztendlich geht es da immer darum, dass man feststellt, dass die Bedürfnisse junger Menschen sich massiv verändert haben. Dass es vielmehr um die Oberhoheit, etwa um diesen Faktor Zeit geht. Also verbringe ich wirklich 40 Stunden in der Woche damit, dass ich meine Lebenszeit an jemanden verkaufe, oder finde ich in dem, was ich tue, einen, unter Umständen einen tieferen Sinn, der mich glücklicher macht? Habe ich genügend Zeit für Familie und Freunde oder auch für so Dinge wie die Pflege der Eltern? Gibt es auch individuelle Möglichkeiten im Bereich Entwicklung von Kompetenzen? Und das bringt natürlich gerade mittelständische Unternehmen oftmals an den Rand ihrer Vorstellungskraft. Man sucht dann teilweise immer noch nach Menschen, die es eigentlich von dieser mentalen Struktur und von dem Mindset her gar nicht mehr gibt, muss aber dann auch feststellen, dass eigentlich jetzt die Zeit da ist, in der man von Anfang an wirklich darauf achten muss, wie schaffe ich es, mich an diese neuen Mindsets anzupassen. Es geht also nicht nur um die Kompetenzen, die Schüler, Auszubildende und Studierende mitbringen, es geht da auch darum, auf Seiten der jetzigen Entscheiderinnen und Entscheider Kompetenzen zu entwickeln, hinsichtlich eines grundsätzlichen Verständnisses, wie tickt denn diese Zielgruppe? Man kann da hingehen und sagen, wir fordern von euch Dynamikrobustheit, also Flexibilität, Agilität, Freude am Übernehmen von Verantwortung. Aber man muss ja die Frage stellen, ja, wie kriege ich das eigentlich hin,
dass ich dabei auch diese Zielgruppe nicht überfordere. Und da komme ich wieder an den Punkt zurück, man muss im Prinzip junge Menschen auch bereits im Schüleralter dafür motivieren, dass sie eigene Projekte umsetzen, dass sie Verantwortung übernehmen. Es muss überhaupt nicht im unternehmerischen Kontext stattfinden, aber dieses Übernehmen von Verantwortung, das Treffen von Entscheidung, sich nicht unwohl fühlen, wenn man in einer Situation ist, die von einer großen Unschärfe geprägt ist. Das kann man außerhalb der Schule lernen, das kann man außerhalb der Hochschulen lernen. Ich hoffe, dass sich die Hochschulen, auch die schulische Bildung in die Richtung entwickelt, dass es dafür mehr Freiräume gibt, in Form von Projektsemestern, in Form von Ideenfonds an Hochschulen, die es den Studierenden, aber auch den Schülern erlauben, eigene Ideen umzusetzen. Weil dann kommt man an diesen Punkt, es ist immer leicht davon zu sprechen, also man müsste oder wir sollten, irgendjemand könnte. Am Schluss geht es darum, dass man es macht. Dass man dann auch merkt, wie gehe ich damit um, wenn der großartige Plan, den man da gesponnen hat, wenn der nicht funktioniert. Wie lerne ich mich auch zu rechtfertigen, auch Niederlagen einzugestehen. Wie generiere ich Begeisterung für Themen. Ich glaube, dass es kein Thema gibt, auch im unternehmerischen Kontext, bei dem man Menschen nicht begeistern kann, wenn man die entsprechende Ansprache für diese Menschen findet. Da spielt dann auch der Umgang mit digitalen Medien eine zentrale Rolle. Und auch dieser Umgang, diese digitale Kommunikation, das ist weit mehr als das Erstellen von irgendwelchen Aufnahmen für Instagram und dergleichen, sondern auch, es ist ein Mittel, um Menschen den Sinn hinter Vorhaben, die einen selber bewegen, um diesen Sinn zu vermitteln. Und ich kann natürlich mit diesen Medien aus dem Kinderzimmer heraus heute weltumfassende Bewegungen starten. Fridays for Future ist dafür ein gutes Beispiel. Man stellt sich oftmals die Frage, warum es bei diesem einen Themenfeld bleibt und warum nicht viele andere Themenfelder in einem ähnlichen Kontext gesetzt werden. Also Medienkompetenz ist für mich Teil der Data Literacy, also dieser Grundkompetenz des Umgangs mit Informationen und mit Daten. Da muss man auch wieder sagen, es ist ein entscheidendes Charakteristikum der VUCA-Welt, dass wir in der ersten Epoche unserer Geschichte leben, in der die Schlüsselressource keinen physischen Charakter hat. Also in der Antike Getreide, dann in der industriellen Revolution der Zugriff auf Kohle, im 20. Jahrhundert Zugriff auf Erdöl und auf Gas, was uns gerade auch bewegt im Zuge des Ukraine-Kriegs. Und eigentlich wissen wir alle, die Schlüsselressource unserer Zeit sind Daten und Informationen. Und darum ist es wichtig, dass Menschen in Deutschland von Anfang an, von Kindesbein an, lernen, mit diesen Informationen, mit diesen Daten umzugehen. Auch zu wissen, wie man die verarbeitet, was damit an Vorteilen, an Nachteilen verbunden ist, was das mit Gesellschaften und ihrer freiheitlichen Grundstruktur zu tun hat. Und diese Schlüsselkompetenz, das ist meines Erachtens auch sogar eine, die übergeordnet ist über alle anderen. Und da müssen wir viel mehr Zeit damit verwenden, die an junge Menschen zu vermitteln, aber auch diejenigen abzuholen, die der Generation angehören, die nicht als Digital Natives geboren sind. Auch dort dafür zu sensibilisieren, wie solche Echokammern der digitalen Kommunikation funktionieren. Und so ergibt sich dann ein sehr breiter Reigen an unterschiedlichen Themenfeldern, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so miteinander vernetzt scheinen. Und da entwickelt sich so ein Kanon an Kompetenzen heraus, was müssen Menschen zukünftig können. Und das Entscheidende ist, dass man vielleicht nicht auf den großen Plan wartet, ne, der irgendwo von oben kommt, von der Regierung oder von anderen Institutionen, sondern dass jeder für sich dezentral in seinen kleinen Organisationen und Institutionen überlegt, wie gehe ich damit um und dann selber ins Tun kommen. Also die niedrig hängenden Trauben gewinnen, wirklich ausprobieren. Try and Error ist in dem Fall ein wunderbares Konzept im kleinen Rahmen, um Erfahrungswerte zu sammeln, aber auch um Erfahrungsräume zu generieren für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit man damit umgehen lernt. Und in dieser Gesamtschau würde ich sagen, man sollte keine Angst haben vor der Zukunft. Man sollte immer mit der Mentalität rangehen, machen ist immer besser als hätte, könnte, würde. Und wenn wir so agieren, glaube ich, steht da einer erfolgreichen Zukunft für alle
nichts im Wege.